Sieht original aus wie Mayonnaise. Hättest du gedacht, dass es so schnell und so einfach gehen kann mit so wenigen Zutaten, wenn wir doch die Supermarkt-Mayonnaise schon analysiert haben, dass die voller Toxine und Giftstoff ist? Ist es nicht einfacher, sowas zu Hause zu machen? Hallo und herzlich willkommen bei Welt der Gesundheit TV. Danke, dass du mit dabei bist. Wir machen heute eine Sauce Royale. Jetzt wirst du dir sicherlich denken, okay, warum soll ich ein Video gucken, wo ihr Sauce Royale macht? Das mache ich des Öfteren. Aber wir zaubern heute eine Sauce Royale in veganer Rohkostqualität. Und dafür habe ich heute zwei Spezialisten bei mir. Wir sind nämlich heute zu dritt in der Küche. Und das ist einmal der David, den kennt ihr ja bereits schon. Und dann habe ich Urs Hoststraße heute bei mir. Schön, dass du da mit uns bist. Gerne, gerne. Ist mir eine Freude. Herzlich willkommen. Diese Sauce Royale, das sieht aus wie eine Mayonnaise, ist aber keine Mayonnaise, weil wir andere Zutaten gebrauchen. Genau. Und ich würde sagen, wir lassen gleich los. Ja, wir fangen gleich mal an. Und du sagst uns am besten, was wir... Dazu bräuchte ich eine Zitrone, eine Orange ausgepresst. Wir schneiden die in zwei. Dasselbe dann mit der Ananas. Ich mache mal die Maschine bereit. Sehr gerne. In der Zeit würde ich gerne noch was zu Royal erzählen. Royal bedeutet königlich. Diese Soße könnt ihr wunderbar kombinieren. Urs ist einer der größten Experten in ganz Europa. Deswegen passt es mit dem Royal auch, weil er ist der Rohkostkönig. Er hat seit mehr als 30 Jahren jetzt die Rohkost praktiziert, hat noch und nöcher Kurse gegeben, die Leute fortgebildet, exquisite Rohkost gemacht, Rohkostbücher geschrieben, die hier vorne ausliegen, die ihr drunter natürlich auch finden könnt, und ist extra aus der Schweiz angereist, um uns hier die Ehre zu erweisen. Deswegen danke nochmal an dieser Stelle, Urs, dass du gekommen bist. Ja, gerne, so weit gereist hier. Nur für uns. Jetzt kannst du gleich hier die Orange reinpressen und anschließend geben wir noch ein bisschen Wasser darüber. Wir werden bei dieser Sauce Royale mehr Flüssigkeit gebrauchen als Öl. Oh. Das könnte man mit Eiern nicht normal, eine normale Mayonnaise wird mit Eiern hergestellt. Mhm. Warum mit Eier? Wegen dem Lecithin. Wir machen das nicht mit Eier, wir machen das mit Mandelpüree, und Mandelpüree enthält mehr Lecithin als Eier zum Beispiel. Und deshalb bringen wir eine Emulsion hin, wo wir relativ viel Flüssigkeit drin haben. Mit dieser Flüssigkeit bringen wir die Soße natürlich in eine sehr geschmeidige, leichte Form und nicht diese schwere Ölsoße. Eine normale Mayonnaise enthält etwa 90-95% Öl. Damit wir alles hier drin haben, gebe ich etwas Wasser dazu. Das zieht ein bisschen an, das ist aber weiter kein Problem. Dafür haben wir Lumpen hier. So, alles schon wieder sauber. Jetzt nehmen wir das weg und geben das mal. Ich nehme es mal mit. Genau, danke schön. Da haben wir dieses Saft-Wasser-Gemisch. So. Da geben wir am besten schon gleich mal ein bisschen Wasser dazu und nehmen es dann nachher da draus, wenn wir noch etwas dazu brauchen. So, jetzt habe ich hier die Flüssigkeit drin. Als nächsten Schritt nehmen wir das Mandelpüree. Mhm. Und dann geben wir da mal so. Oh ja, über das Mandelpüree hatten wir auch ein ganz, ganz tolles Interview und ein schönes Gespräch. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Da haben wir tatsächlich ein ganzes Interview nur über Mandeln gesprochen, was die gesundheitlichen Vorteile sind. Du hast das mal alles aufgeschlüsselt, warum euer Mandelpüree so besonders ist. Mhm. Und wir haben auch über Fette und Öle gesprochen. Das Spannende ist, er hat tatsächlich Alternativmedizin auf Sri Lanka studiert und hat seinen Doktor. Dr. Urs Hoststraßer ist also einer der führenden Ernährungswissenschaftler in Sachen Rohkost auf der Welt. Und das bringt er mit, sein ganzes Wissen könnt ihr hier drunter in dem Buch finden, denn die Rezepte hat er jetzt nach Gefühl hier gemixt, aber eigentlich müsste man das natürlich abwägen und gucken, wie viel hat er jetzt genau reingemacht. Ja, in der Rohkost machen wir da keine chemischen Prozesse mehr, sondern wir arbeiten und zwei Esslöffel. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Mandelpüree nehme, ist das nicht so schlimm. Das mache ich meistens an den Kursen, nehme ich ein bisschen mehr Mandelpüree. Dann habe ich die höchste Gewähr, dass mir die Soße nicht scheidet. Ah, okay. Weil während dem Seminar will ich die nicht noch einmal aufmontieren. Man könnte das zeigen, aber es ist nicht das Ziel. Und jetzt lassen wir das mal laufen hier. Da. So, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe das emulgiert. Ihr seht hier, Das ist jetzt eine Emulsion, das ist jetzt schön gemischt. Mhm. Und
Das ist die Voraussetzung, dass das gedeiht. Weil jetzt mondiere ich während laufenden Mixer Wasser und Öl auf. Damit wir eine Sauce Royale haben, nehme ich Rohkost, also in gekühlt gepresster Form, Aprikosenkernöl. Mhm. Man muss dazu wir könnten auch Mandelöl nehmen, wir könnten auch Sonnenblumenöl. Beim Sonnenblumenöl, beim gekühlt gepressten Sonnenblumenöl geht es, aber wir müssen innerhalb von 2 Tagen die Soße gegessen haben, sonst ist sie leicht bitter. Mhm. Beim Mandel, Aprikosenkern, Senföl und so weiter, da hält sie 10 Tage problemlos im Kühlschrank. Ah, ja, schön. Ja. Das ist ja für so einen Single-Haushalt wie mich ganz praktisch. Richtig. Und ihr habt ja ein wunderbares Interview auch über Fette und Öle gemacht. Oh ja. Urs Ohrstatter hatte selbst eine Ölmühle, hat sie jetzt an seine Tochter vermacht. Das heißt, er ist ein führender Ölexperte, hat auch Bücher darüber geschrieben. Wie ist deine Auffassung jetzt zu den Ölen, die ihr hier verwendet? Was sagst du jetzt dazu? Weil eigentlich sagen ja viele, Öle seien schlecht. Ja, also auf alle Fälle habe ich erfahren, dass Öl viel Gesundheit bringt. Wir haben eine Stunde darüber gesprochen und du hast mir mal die ganzen Vorteile benannt und ich bin gespannt, wie sie jetzt auch schmecken. Super. Ja. Und jetzt machen wir da mal auf und ich fange mal an, Öl hier dazu zu gießen. Das, was ich jetzt hier mache, das ist das Aufmontieren von Öl. Und jetzt sehen wir, das wird immer fester. Die Mischung Wasseröl, das gibt dann nachher die Festigkeit der Soße. Das bestimmt, wie fest die Soße ist. Und jetzt brauche ich schon das erste Mal Wasser. Ich lasse hier mal schnell die Luft raus und gieße dann wieder mit laufendem Mixer Wasser dazu. Und da ist jetzt hat es immer noch Luft drin. Da ist wichtig, dass ihr zu Hause aufpasst, wenn ihr das nicht vorsichtig genug macht, spritzt das ganze Zeug euch in der Küche rum. Das ist natürlich jetzt ein Profi hier am Handwerk. Ja gut, man könnte da ja auch den Deckel drauf machen. Das ginge auch. Das ginge. Aber dann sehen wir nicht, was da richtig, drin passiert. Richtig. Ich habe den weggenommen, damit wir sehen, was da hier drin passiert. Okay. Ah ja. Ah jetzt. Mhm. Und das ist das, was ich sage, das ist das Aufmontieren. So, diese Soße, die zieht natürlich da immer wieder Luft rein. Da müssen wir die Luft rauslassen, damit die Messer wieder packen. Aber ihr seht, wir haben da schon eine sehr schöne Soße hier. Wir können aber, das reicht noch nicht. Ich will noch ein bisschen mehr Wasser und ich will noch ein bisschen mehr Öl da drin. Wenn wir da noch einmal ein bisschen Drehzahl geben, dann hat man die Soße hier so. Die hält 10 Tage im Kühlschrank. Das ist jetzt noch nicht gewürzt. Hm. Und das hat einen Grund, weil aus dieser Soße, das ist eine Grundsoße, und aus dieser Soße kann ich verschiedene Ableitungen machen. Ich kann jetzt eine Rahmsoße machen, ich kann eine Tomatencreme machen, ich kann eine Currysoße daraus machen, ich kann x-beliebig. Wenn ich jetzt sagen würde, ja okay, gut, das reicht mir nicht, ich brauche noch etwas mehr, dann machen wir weiter, dann nehme ich ein bisschen Wasser, gebe genügend Wasser dazu, damit ich noch einmal Öl aufmontieren kann. Wir zeigen euch noch eine Ableitung davon. Wenn ich das so lasse, dann kann ich aber diese Soße ungewürzt auch gebrauchen für ein anstelle von Buttercreme, anstelle von Schlagrahm, mache ich damit mit dem Dressiersack einfach eine Rosette drauf oder ich verziere damit. Das ist so.
Jetzt, wenn wir das... So, wir haben jetzt mit 3 Deziliter Öl haben wir fast 1 Liter Mayonnaise gemacht. Gell? Wahnsinn. Und so können wir, das ist jetzt aufmontieren. Ja. Also wir haben relativ viel Flüssigkeit. Mit Eier wäre das eine lausige French Dressing. Ja, stimmt. So, da können wir jetzt mal rausnehmen. Eine Schale nehmen wir für die Rahmsauce nachher. Holen wir da raus. So. Voilà. So. Sieht original aus wie Mayonnaise. Hättest du gedacht, dass es so schnell und so einfach gehen kann mit so wenigen Zutaten? Wenn wir doch die Supermarkt-Mayonnaise schon analysiert haben, dass die voller Toxine und Giftstoff ist, ist es nicht einfacher, sowas zu Hause zu machen? Ja, das ist super. Und ich kenne das von meinem Bruder. Mein Bruder ist Koch, auch in der Schweiz. Und er hat mir auch gesagt, die machen in der Küche eine Basic-Soße. Ne? Das ist eine Soße, da wird ein riesen Topf gemacht. Und daraus wird dann den ganzen Abend 5, 6, 7, 8 verschiedene Soßen gemacht. Also man nimmt sich dann immer das raus und da werden dann verschiedene Soßen gemacht. Und das finde ich echt cool. Also das ist so easy. Also das will, ja. Und das ist auch perfekt. Jeder will diese Fette, die hier drin sind, das Öl, da kannst du wirklich alles reinbasteln. Die Kinder essen das auch. Das sieht ja schon aus wie Mayo. Das ist jetzt nicht abschreckend und da denkt man nicht an Rohkost, wenn man sowas sieht. Ja. Das stimmt. Das also ist für Kinder, das ist natürlich super. Die Mayo, wenn ich jetzt sage Mayonnaise, also noch jemand sagt Mayonnaise, man kriegt er gerade lebenslänglich. Nee, natürlich nicht. es ist keine Mayonnaise, weil eine Mayonnaise hat gesetzte Zutaten. Und wir haben natürlich viel, viel edlere Zutaten. Das ist schon, also königlich. Ja. Das ist Royal. Jetzt habe ich Halit dazu gegeben. Das ist Royal, ja. Ich habe ein bisschen Edelhefe gebe ich noch dazu. Aha, Hefeflocken, wissen wir alle, haben sehr viele B-Vitamine. Was sagst du dazu? Manche sagen, es sei nicht hundertprozentig Rohkost. Wie ist es in der Rohkostküche mit Hefeflocken? Ja, die Hefeflocken brauchen wir als Gewürze. Das kann man machen, man kann es weglassen. Das Geheimnis dahinter ist, dass die Menschen, die von der gewöhnlichen Nahrung herkommen, die haben diese Glutamate. Und das ist ein Protein. Das ist sehr proteinreich, diese Edelhefe. Und Dr. Ritter wollte das als ein Nahrungsergänzungsmittel machen. Wir haben gesagt, Nahrungsergänzungsmittel, ja warum nicht? Wir brauchen es als Gewürz. Das bringt mir diesen runden, schönen Geschmack, ohne dass ich jetzt da Glutamat wie die Industrie dazu nehme. Ich meine, früher haben wir gesehen, warum sind alle zu den Chinesen gegangen, weil sie Glutamat als erstes gebraucht haben. Und bei uns war die Stube leer und dann haben wir da das Zeug untersucht und haben gesagt, ja, was die können, können wir auch. Wir haben Glutamat, wir sind in die Apotheke, haben Monsodium-Glutamat gekauft, haben es reingeworfen und die Leute sind wieder gekommen. So einfach geht es natürlich. Gell? Aber das machen wir hier nicht, sondern wir bringen das hier einfach zu einem feinen, runden Geschmack. Das kann man machen, das muss man nicht unbedingt. Aber, ja. Also bei sowas natürlich jetzt auch aufpassen, jeder Amateur würde jetzt damit an die Messer kommen. Das hatten wir so oft bei mir im Restaurant, wo ich mehrere hundert Leute ausgebildet habe, mit diesem Gerät zu arbeiten. Hätte ich das gesehen, dass einer mit diesem Gerät hier da rummacht und mir das Ding kaputt macht, wäre ich ausgerastet. Also gut, das ist jetzt aus Kunststoff. Also das macht die Messer nicht kaputt, aber das wirft dir das Zeug zurück. Richtig. Das erfasst es einmal und dann hast du es gelernt. Genau. Gut, also wir nehmen hier jetzt haben wir diese sogenannte fertige Sauce Royal. Da nehmen wir jetzt Sauce Royal raus und weil wir dann noch ein Gericht machen, so, voilà. Jetzt machen wir mit dem Rest, was wir hier drin haben, machen wir jetzt eine Curry-Sauce. Oh, gut. Curry King. Hat man schon im Gespräch. Jetzt gibt es Curry King. Eine Currysauce, die können wir entweder, dass wir die Ananas schon reinmachen, oder aber wir nehmen die Ananas
aus Würfeln und geben es dann dem Gericht bei. Mhm. Wer keine Ananas hat, kann auch Apfel nehmen. Das spielt keine Rolle. Aber wir geben hier jetzt mal etwas Curry rein. Ja. Curry ist immer eine Mischung von verschiedenen Gewürzen. Also in Indien würde man sagen, das ist jetzt ein Masala. Und das ist jetzt eine Madras-Mischung. Grundprinzip vom Prinzip her. Curry ist eigentlich das fertige Gericht. Curry in Indien, die sagen dann, die nennen es dann Curry. Und das wäre dann ein Soßengericht. Aber die Mischung, die Gewürzmischung, die nennen sie immer Masala. Mhm. Und da macht man ganz einen Haufen verschiedene Masalas. Jetzt habe ich das da reingegeben. Was sagst du jetzt zur fertigen Gewürzmischung? Jana und ich haben darüber ein Interview gemacht, dass oftmals das verunreinigt ist mit irgendwelchen Sachen, die nicht reingehören, um den Preis zu drücken und etc., dass die ätherischen Öle auch schon freigesetzt sind. Hast du da gute Hersteller oder wie gehst du damit? Ja, genau. Da sprechen wir natürlich von der konventionellen Herstellung. Wir haben jetzt hier die Mischung von Herbaria. Die Herbaria, die Herbaria ist eine sehr tolle, ein tolles Unternehmen. Die sind sehr bewusst in ihrer Herstellung. Und wir haben da hier keinen Knoblauch drin. Es ist alles, was wir da brauchen, eben für die sativische Ernährung. Für die sativische Ernährung braucht man keine Zwiebeln und Knoblauch. Ist auch beschrieben im Buch drin, warum wir das nicht machen. Die Curry-Mischung hier, die sind nicht ionisch bestrahlt. Mhm. Die herkömmlichen, normalen Gewürze, die von Indien oder so kommen, die werden ionisch bestrahlt. Das möchten wir nicht. Also sind die natürlich auch nur bedingt haltbar. Super, ja. Dann werden wir das, alles kriegt man überall in Deutschland. Und das kriegt ihr auch hier drunter wahrscheinlich mit einem Link jetzt. Werden wir auf jeden Fall, ich kenne die Firma auch, ausfindig machen und zusammenstellen. Warum, werden die bestrahlt? Wegen Ungeziefer oder? Nein, wegen der Haltbarkeit. Mhm. Ah, okay, alles klar. So, wir haben hier eine Currysoße, hier. Die machen wir dann an den Blumenkohl. Da geben wir dann aber die Ananasstücke gleich dazu und verarbeiten sie hier nicht hier drin. Auch wenn wir eine Currysoße machen ohne die Früchte drin, dann hält sie länger, als wenn wir die schon bereits reinmachen. Gell? Gut, das mal soweit zu den Soßen. Jetzt nehmen wir diese Soße auch raus. Möchte das jemand von euch machen? Da. Nicht ganz alles. Wir arbeiten dann gleich weiter, weil wenn ich jetzt im Mixer so eine Sauce Royale mache oder so eine Currysauce oder so etwas, dann bringe ich den Mixer beinahe nicht sauber. Mhm. Und eine halbe Stunde dazustehen und das alles rausnehmen, das ist mühsam. Dann nimm einfach raus, was du da erwischt. Kannst noch ein bisschen mehr rausnehmen. Mhm. So, tipptopp, ja. Mhm. Voilà. Und jetzt mit dem, was wir da drin haben, da machen wir eine French Dressing. Ah, klar. Und mit der French Dressing haben wir wieder eine Soße, die können wir dann abfüllen in ein Geschirr und stellen sie in den Kühlschrank. Und dann kommst du nach Hause und hast Hunger, möchtest schnell etwas essen, machst den Kühlschrank auf, die Salatsauce raus, über deinen Salat und einen guten Appetit, ja. Gell? Also das ist schon handlich, man kann sich da sehr gut einrichten. Und das sind so die kleinen Dinge, die wir haben mit der Zeit gelernt, weil wenn ich dann so ein Seminar gegeben habe, dann habe ich immer einen gewissen Zeitdruck. Mhm. Gell? Du musst auf die Zeit, musst du das Ganze sauber haben auf dem Tisch und du hast dir eine Zeitlimite gesetzt, also voilà. Das sieht schon richtig gut aus. Wir haben in so kurzer Zeit jetzt schon drei Soßen hier. Jetzt wird sogar noch eine vierte gemacht. Ganz genau. Genau, also wir haben quasi die Basic-Soße, Mayonnaise. Mhm. Dann haben wir die Royal-Soße. Wir haben jetzt eine Curry-Soße und jetzt machen wir noch ein French-Dressing. Genau. Wahnsinn. Für die French-Dressing geben wir da Wasser dazu noch. Wir nehmen hier noch etwas Wasser dazu. Komm, wir machen ein bisschen mehr. Soße ist Soße.
Weil jetzt schmecken wir die ab. Die sollte nicht zu dünn sein, damit sie am Salat haftet. Aber sie sollte auch nicht zu fest sein, sonst hast du da einen festen Block. Mm. Man kann natürlich nachher immer noch Wasser dazugießen. Jetzt, nachdem dass ich jetzt Wasser gegeben habe, müssen wir die nachwürzen. Wir geben hier noch ein bisschen Halit. Halit ist unraffiniertes Salz. Mhm. Da würde ich jetzt noch etwas Sojasauce nehmen. Die haben wir hier dabei. Ja. Das Bio Tamari. Die finde ich zur Not hier hinten, ja. Mhm. Hol ich mal gleich. Ist ja auch Wahnsinn, wie viel Gewürze du hast, also wenn man nicht mal hier reinguckt. Ja gut, das ist natürlich unser Reisegewürz. Ich meine, das ist eine, mit der Zeit, wir sind ja in der ganzen Welt rumgechattet und haben da Seminare gegeben und das musst du immer verladen, musst es wieder bereit haben, das hat einen Deckel, dann ist es zu, dann ist es sauber. Sollen wir es kurz so zeigen? Ich zeig mal kurz in die Kamera. So ist ein Experte unterwegs, ja? Du bist jetzt nur so Hochstrasser, der tut durch die Welt, bringt überall die Rohkost bei und weiß dementsprechend auch, was einfach und schnell geht. Er hat hunderte von Rezepten kreiert, aber das, was ihr jetzt lernt, ist quasi die Quintessenz von seinen ganzen Reisen, nämlich das, was die Leute auch umsetzen. Du hast ja gesagt, es gab nämlich ein Umsetzungsproblem, es sieht alles so toll aus, aber das geht ja wirklich einfach und schnell. Ja. Und jetzt gebe ich hier noch ein bisschen Nama Bio Tamari dazu. Das bringt ihm dann dieses Grundsätzliche. Das Interessante ist, das ist rohe, also nicht pasteurisierte Sojasauce. Die normalen herkömmlichen Sojasaucen, die man im Supermarkt kaufen, die werden innerhalb von einer Woche hergestellt. Dann nimmt man das Ganze, dann chemisch reine Salzsäure wird aufgelöst, dann haut man Zuckergouleur dazu und dann kommt Glutamat dazu und dann wird es abgepackt und ciao. Mhm. Diese Soße wird gereift 2 Sommer in den Fässern. Wahnsinn. Bei den Miso-Meistern. Warum hat man das? Und dann normalerweise für den Export werden die dann pasteurisiert. Die sind aber nicht pasteurisiert. Die sind eben unpasteurisiert. Und da haben wir die ganzen Enzyme, die ganzen Fermente noch drin, die natürlich hier reingekommen sind. Ja. Diese Nama Bio, Nama heißt roh, Nama Bio Tamari, das ist das, die japanischen Mönche sind dann nach China gegangen, haben gesehen, dass die das machen. Die wollten ja vegan leben und haben dann gesehen, wow, da können wir etwas Rundes, Feines machen, was man sonst eben nur mit den Proteinen des Fleisches machen konnte. Und haben das dann verfeinert und deshalb sind die Miso-Meister in Japan, die haben das dann analysiert und haben da eine ziemlich feine Geschichte hergekriegt. Gell? Jetzt bräuchten wir den Deckel, das wäre vorteilhaft. Und dann lassen wir da das Ganze mal laufen, so. So, jetzt könnten wir hier noch etwas Zitrone reingeben, damit es ein bisschen Säure gibt. Ja. Das machen wir gerade mal. Jetzt nehmen wir eine halbe Zitrone, pressen die aus, gießen die da dazu. Im Waschbecken. Genau. Geht noch so, oder? Ja, das geht. Das kriege ich hin. Ja. Gut, wunderbar. So, jetzt kann das jemand hier reingießen. Du gießt es rein, jetzt tun wir hier das leeren. Und ich verlasse das jetzt mal noch kurz laufen. So, und jetzt wäre die aber zu sauer. Ah. Jetzt würde das wäre jetzt ein bisschen säuerlich und die Salatsauce ist ein bisschen säuerlich. Das macht man aber so. Aber was ich jetzt tue, ist, ich breche die Säure, dass die Säure sehr angenehm wird im Geschmack. Gell? Diese Säure von den Zitrusfrüchten, die ist ja, wenn die Zitrusfrucht reif ist, dann bauen wir das im Zitronensäurezyklus ab und was übrig bleibt, ist basisch. Und das hast du schon mal erklärt, sehr schön. Damit wir das aber im Geschmack nicht als so sauer empfinden, obwohl es gesund ist, nehmen wir etwas Apfeldicksaft und gießen hier Apfeldicksaft dazu. Und
Da will ich erstmal dein Statement zum Apfelliksaft. Sure. Viele nehmen ja Agavendicksaft, Ahornsirup, Glycin, Xylit, Erythrit, was es nicht alles gibt. Wieso hast du dich gerade für diesen Rohkost-Apfelliksaft entschieden und was hat das mit unserer Herkunft hier in Europa zu tun? Ganz einfach, weil der Apfel ist hier in Europa die magische Frucht. Hat eine optimale Zuckerzusammensetzung. Und ich wollte die Enzyme drin, damit wir diesen Apfelzucker abbauen können und als Energie brauchen. Aha, das heißt. Und dann haben wir eine Art und Weise gefunden, wie man das machen kann. Der ist auf 82 Brix reduziert, also der geht nicht mehr, der kann nicht zerstört, der hält wie Honig. Ja, stimmt. Gell? Das ist mir auch aufgefallen. Und ich wollte ein heimisches Süßungsmittel. Und wir haben hier drin 60% Fructose, 30% Glucose und 10% Saccharose. Wir haben aber hier auch die Enzyme drin. Also Glucase, Fructase und die Saccharase können das wieder aufspalten. Wir haben auch die Mineralien drin, die wir brauchen, damit die Enzyme die Information kriegen, muss arbeiten. Wir haben aber auch die Mineralien drin, also die Kalium-Natrium-Verbindung für die Kalium-Natrium-Pumpe, damit wir das überhaupt in die Zelle. Also ja. Das ist ein Nahrungsmittel, das ist nicht ein Genussmittel irgendwas, sondern das ist synthetisiertes Sonnenlicht. Sehr schön. Ja? Mhm. Super. Und jetzt lasse ich das nochmals laufen. So, und wenn wir jetzt da zum Beispiel, das könnte man abfüllen, eine Flasche, wir könnten es im Kühlschrank stellen. Ah, oh, das sieht doch schon. Okay. Sieht aus wie ein French Dressing. Ja. Köstlich. Köstlich. Mhm. Also, alles im gleichen Mixer. Alles ohne, es wäre schade, wir hätten jetzt das Ganze da hier mit dem Abwaschwasser. Mhm. Da das Siphon runtergelassen, gell? Wir machen mit dem Abwaschwasser lieber eine Salatsauce. Du bist sehr, sehr nachhaltig, Urs. Jetzt haben mich viele gefragt, Urs, wieso, wenn er so nachhaltig ist, wenn er so natürlich ist, wenn er so bewusst ist, wieso packt er seine Produkte, die ihr unter übrigens auch im Onlineshop findet, in Plastik? Und Urs hat mir darauf eine sehr, sehr logische, schlüssige Erklärung gegeben. Nämlich, Glas ist in der Herstellung viel verschwenderischer und beim Verpacken, der Versand, ich kenne es ja, ich habe jetzt den Versandshop, das alles zu verschicken in Glas, wie oft es kaputt geht, wie schwer das alles ist, die ganzen Kosten, die dabei stehen. Was hast du noch für Argumente, dass du es da reingemacht hast? Ja, wir haben natürlich das gewählt, weil es nicht reagiert mit dem Inhalt. Ah. Also es baut sich von dem nichts ab, was in den Inhalt gehen könnte. Gerade hier haben wir PP, Polypropylen, und das verwendet man ja sogar bei Operationen im Menschen drin, weil es sich nicht mit der Materie reagiert. Wir können das, wenn ich das verbrenne, habe ich Kohlendioxid und Wasser, keine Rückstände sonst. Also wenn man das in den Abfall, in die Verbrennung gibt, dann brauchst du nicht große Sorgen zu machen wegen dem Rückstand. Du kannst den Eimer aber wieder gebrauchen. Stimmt. Für irgendetwas, also wir haben jetzt zum Beispiel unsere Mandelmilch haben wir reingegeben im Wohnmobil und so weiter. Wir haben, du kannst da drin deine Samen, die du hast, für zum Beispiel Keimlinge zu machen und so weiter, kannst du aufbewahren da drin. Also es geht wunderbar. Ja, also die sind sehr, sehr nachhaltig, geht dir nicht kaputt. Die Flasche, wenn wir nichts mehr drin haben, füllen wir die mit Wasser, schütteln die und dann steht sie bei mir neben im Auto. Und so habe ich immer was Wunderbares zu trinken. Clever, gell? Sehr clever. Wenn ich Wasser mitnehmen will oder am Abend, in der Nacht steht so eine Flasche neben mir auf dem Nachttisch und wenn ich da anstoße und das fliegt weg, dann passiert nichts, weil das ist eben auch versandfähig. Also von dem her, das ist jetzt PET, kann man recyceln und so weiter. Also bis jetzt die beste Lösung. Wenn wir eine bessere Lösung hätten, würden wir die nehmen. Es gibt zwar organische Gebinde, die sind zu wenig lange haltbar, also das hält 5 Jahre. Und das muss 5 Jahre lang fest sein, ohne dass mir das über das Shelf runterläuft. Gell? Mhm. So haben wir das drin. Hätte ich jetzt etwas, dass man kompostieren oder wiederverwenden kann, also gäbe es was aus Hanf oder so, dann würden wir das natürlich nehmen.
Noch ein klein wenig Geduld, es kommt. Sehr gut. Sehr wir gut. sind Super. Nahe dran, Perfekt. Aber bis dahin machen wir das. Gell. Und es hat auch die höchste Qualität. Ihr seht hier Sojana, das ist eine Firma, die sehr auch auf die Struktur der Lebensmittel genau. achtet. Da gibt es ein wunderbares Buch, die Struktur der Lebensmittel oder so, wo man es nachschlagen kann. Und da sieht man tatsächlich einen Bio-Apfel, wie die Struktur aussieht, nämlich eine neckentropische Ordnung und eine entropische Ordnung. Das ist chaotisch und das ist göttlich höchste Schöpfungsordnung. Genau, das wollen wir so beibehalten. Super. Denn letztendlich sind wir göttliche Geschöpfe und wir sollten da schon drauf passen, da ja. aufpassen, dass wir da bleiben, was Richtig. Wir waren. Weil jetzt können wir diese Soße in ein Geschirr rausnehmen und dann zeige ich, wie man eine Sonnenblumenpaste macht. Warum machen wir eine Sonnenblumenpaste? Machen wir die jetzt gleich oder machen wir vielleicht eine kurze? Hat das mit dem gleichen Rezept noch zu tun oder ist das ein neues Rezept? Jetzt machen wir tatsächlich noch eine fünfte Soße. Ja, und das ist die Rahmsoße. Ah ja, okay. Eine Rahmsoße ist also eine leicht bräunliche Soße, mit der wir, das hat man meistens am Fleisch oder so eine Champignon-Rahmsoße oder weiß ich was alles. Das können wir auch machen. Und dazu brauchen wir jetzt diese ungewürzte Sauce Royale. Die Basic. Oder halt eben in dem Sinn, wenn sie so ist, sagen wir dem die Dessert-Creme. Dessert-Creme, okay. Dessert-Creme, okay. Aber jetzt nehmen wir hier davon raus, geben da etwas zurück, weil die ist noch nicht gewürzt. Und die müssen wir würzen jetzt. Die kann man auch für die meisten, Gemüse gebrauchen. Und man könnte die jetzt zum Beispiel an Kohlrabi, man könnte die Kohlrabi so richtig schön schneiden, gell, und dann die an die Kohlrabi tun. Und das ist eine feine Geschichte. Aber wie kriegen wir jetzt so eine Rahmsoße hin? Ganz einfach, wir nehmen die und gießen dann so lange Namabio Tamari dazu, bis sie eine schöne Farbe hat. Und wenn sie eine schöne Farbe hat, ist sie auch richtig gewürzt. Oh. Mehr brauchen wir gar nicht reinzugeben. Oh, so einfach ist es. Also hier würzen wir nach Farbe, gell? Okay. Und ich habe jetzt natürlich den Deckel drauf, weil so. Ja. Voilà. Wartet mal. Und et voilà, Nummer 5. Nummer 5 ist fertig. Jetzt können wir diese Soße rausholen. Jetzt sehen wir, die hat einen bräunlichen, cremigen, beigen, schönen Rahmsoßen-Ton. Gut, da könnte man jetzt zum Beispiel Shiitake oder Kräutersaibling oder man könnte so ein bisschen Austernpilze dazugeben, dann hätte man eine Pilzrahmsoße. Das kann man, das muss man nicht. Aber auch da, nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Das ist auch das Schöne an deinem Rezeptbuch, du hast dann immer verschiedene Varianten drin. Das heißt, man hat eine Basis, dann kann man die Kräuter variieren, man kann die Gemüse variieren. Das heißt, du hast nicht nur hunderte von Rezepten, sondern eigentlich sind es tausende. Weil wir immer wieder neue Möglichkeiten sehen. Nach oben ist alles offen. Richtig. Wahnsinn. Vielen lieben Dank, Urs. Ich finde es irre, dass wir in so kurzer Zeit jetzt hier 5 Soßen haben. Oh, ja. Dankeschön. Ja, gerne. Also, ja. Und gerade auch an euch, wenn ihr die Soßen schon habt und ihr kriegt Besuch, holt die Soße raus, schnippelt schnell ein Gemüse, macht die Soße dran und setzt euch wieder hin zu den Gästen und esst miteinander. Ja. Weil sonst steht ihr in der Küche und macht da ganzen Haufen Arbeit, dabei könnte es ganz schnell gehen. Ganz genau. Schnell ganz und genau. einfach. So sieht's aus. Urs wird noch eine Weile bei uns bleiben. Wir haben noch weitere Kochshows geplant. Also abonniert unseren Kanal, bleibt dran und ja, es bleibt weiterhin spannend. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.